Das eigene Kind stirbt nach einem Disco-Besuch. Was für die Eltern bleibt, sind neben großem Schmerz viele offene Fragen und Ungereimtheiten. Seit 10 Jahren suchen die Eltern nach der Wahrheit. Was ist mit Jens Henrik Black passiert? Es scheint eine regelrechte Flucht gewesen zu sein. Der Hund hat aufgezeigt, dass Jens seinen Weg hier endete. Zeugen hatten berichtet, Black sei um etwa 3 Uhr nachts in den Rhein gefallen. Doch die Aussagen dazu sind vage bis sogar widersprüchlich. Jens wurde entweder hier von der Brücke hinunter gezwungen. Wir glauben aber eher nicht nur gezwungen, sondern von der Brücke herunter geworfen. Auch der kleinste Hinweis kann sehr bedeutend sein. In der Nacht vom 8. auf den 9. November 2013 geht der 19-jährige Student Jens Black mit einigen Freunden in der Rheinsubstanz feiern. Das war damals ein Club, der sich in Bad Honne 4 hinter mir befunden hat. Wir rekonstruieren den Abend. Jens Black betritt mit seinen Freunden die Diskothek. Dort halten sich in der Regel am Wochenende ca. 500 Leute auf. Jens verlässt den Hauptraum der Rheinsubstanz, geht in den Kassenraum und ruft seine Mutter Alma Black an. Er spricht aber nicht mit ihr, die Verbindung wird unterbrochen. Dann spricht er mit der Mitarbeiterin an der Garderobe und mit der Schichtleiterin. Beide sagen später aus, Jens sei aufgebracht gewesen und habe die Geschäftsleitung sprechen wollen. Er habe damit gedroht, den Laden zu verklagen. Warum, ist bis heute unklar. Die Schichtleiterin erteilt ihm Hausverbot und begleitet ihn hinaus. Kurz danach ruft er seine Mutter Alma Black nochmal an. Dieser Anruf wirft bei den Eltern Fragen auf. Ich spreche mit Thorsten Black, Jens Vater. Was war das für ein Anruf und was macht Jens für einen Eindruck auf Sie? Er sagte, dass er sich vor der Rheinsubstanz befindet und sein Name, er ist Jens Black. Also es war jetzt nicht ein Anruf, Mama, ich bin's Jens oder so, sondern es war eine klare Aussage, wo er sich befindet und wer er ist. Zunächst machen sich die Eltern keine großen Gedanken. Doch heute vermuten sie, dass Jens den Leuten, die bei ihm in der Nähe standen, vielleicht klar zeigen wollte, jemand weiß Bescheid, wo ich bin. Das heißt, Sie haben sich keine Gedanken oder weiteren Sorgen darüber gemacht? Nein, nein, es war eigentlich im Grunde genommen ein Anruf, der uns natürlich wachgerüttelt hat, aber jetzt nicht, dass man sich riesige Sorgen machen musste. Mhm. Man wusste, er ist gemeinsam mit anderen unterwegs und es sind viele junge Männer, junge Leute, die da sind, wo man auch sagen konnte, auf die man sich verlassen konnte. Können Sie sich vorstellen, warum hat sich Jens in der Diskothek beschwert und worüber? Es muss etwas gewesen sein, was ihm wichtig war, auf alle Fälle. Jens war nicht der Mensch, der sich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten beschwert hat. Aber wenn etwas gegen seinen Gerechtigkeitssinn ging, wenn er gesehen hat, dass Menschen benachteiligt wurden, wenn er gesehen hat, dass irgendwo etwas, beispielsweise, er war absolut gegen Drogen eingestellt. Wenn er so etwas gesehen hat oder gesehen hätte, dass ein Drogenhandel gewesen ist in der Diskothek, wäre er sofort hingegangen. Auch K.O.-Tropfen zum Beispiel. Denn man muss dazu wissen, dass eine junge Frau sich kurze Zeit später wegen K.O.-Tropfen in der gleichen Nacht im Krankenhaus befunden hat. Weil Jens auch kein Mensch war, der weggeguckt hat. Er hat hingeguckt und hat gesagt, was er meint. Was die Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ihr Sohn ist schon von seinen Freunden getrennt und will die letzte Bahn nach Hause Richtung Bad Godesberg nehmen. Doch die fährt nicht, wegen nächtlicher Gleisbauarbeiten. Dann kommt es zu einer Verkettung von Umständen und Menschen treffen Entscheidungen. Am Ende ist Jens Black tot. Der Journalist Wolfgang Kees beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Fall. Er steht in engem Kontakt mit den Eltern, Alma und Thorsten Black, und hat die folgenden Abläufe rekonstruiert. Herr Kees, was ist zwischen 2 Uhr und 2.40 Uhr damals auf diesem Vorplatz der Disco passiert?
Wir wissen das nicht lückenlos. Wir kennen nur einige Bausteine. Er geht zu einem Taxistand und sagt, können Sie mich nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Bargeld, aber ich habe hier eine EC-Karte. Wenn Sie unterwegs an einem Bankautomaten halten, dann kann ich Geld abheben und Sie bezahlen. Und dann sagten die Taxifahrer, nix da, nur gegen Vorkasse. Die haben ihn abgewiesen und sagten, wir haben schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die dann anschließend nicht bezahlen. Nur gegen Vorkasse wird hier gefahren. Mhm. Und raten ihm dann, weil er sagte, ich habe Angst, ich werde verfolgt. Sagen die ihm, gehen Sie mal da zur Polizei, vielleicht können die Ihnen helfen. Zwei Polizeibeamte stehen mit ihrem Streifenwagen direkt neben dem Taxistand und nehmen einen Unfall auf. Jemand ist mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl gefahren und hat Fahrerflucht begangen. Jens Black bittet die Beamten um Hilfe. Die reagierten aber relativ unwirsch auf ihn, weil er im Spurenbild stehe, und haben ihn dann abgewiesen. Er geht wieder zum Taxi, versucht die zu überreden, erfolglos. Er geht wieder zur Polizei und dann beobachten die Taxifahrer, dass Jens Black aus seiner Tasche seine Geldbörse nimmt und dem Polizeibeamten überreicht und er steckt die ein. Der Polizeibeamte steckt die Geldbörse von Jens Black ein? Ja. Und wieso macht er das? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es bis heute. Es ging wohl darum, dass er sich ausweisen sollte, hieß es. Und was passiert dann? Da kommen wie aus dem Nichts zwei junge Männer, nehmen Jens Black in die Mitte und sagen zur Polizei, wir kümmern uns um den. Waren das Freunde von ihm? Die gehörten nicht zu diesem Freundeskreis, mit denen er nach der Geburtstagsfeier in Bonn zur Diskothek angereist ist. Das sind keine Freunde von ihm. Und was gewesen. Ist dann passiert? Die beiden fremden Männer gehen mit ihm weg und die Taxifahrer beobachten, wie Jens Black kurze Zeit später aus beiden Nasenlöchern blutet. Nee. Er läuft dann wieder, das hat der Spürhund später, der Polizeihund, festgestellt, in einem Zickzackkurs über den Vorplatz, versteckt sich hinter Mülltonnen und so weiter und so fort. Es scheint eine regelrechte Flucht gewesen zu sein. Einige Monate nach dieser Nacht erhalten die Eltern von Jens Akteneinsicht. Außerdem sichten sie die Aufnahmen der Überwachungskameras. Darauf ist zu sehen, dass Jens Black um etwa 2.42 Uhr zurück in die Reinsubstanz geht, trotz Hausverbots. Aber er kommt nicht weit, wohl vor den Toiletten fangen ihn zwei Türsteher ab. Jens Black soll sich gegen die Männer wehren, erfolglos. Sie werfen ihn aus der Disco. Danach muss Jens diesen Weg hier entlang gegangen sein, der auf die Grafenwerther Brücke führt. Dort begegnet er zum zweiten Mal jetzt schon zwei Männern und einer jungen Frau, auf die er kurz vorher hier unten schon mal getroffen ist. Die junge Frau wird später noch als Brückenzeugin bezeichnet. Was haben Ihre Recherchen bezüglich dieser drei Personen ergeben? Wer ist das? Zwei junge Männer und eine sehr junge Frau, 17 Jahre alt, die hätten die Türsteher nie und nimmer reinlassen dürfen in den Laden. Und die tauchten zum ersten Mal auf, als Jens Black sich bei der Schichtleiterin, bei der Betriebsleiterin beschwert und dann Hausverbot bekommt und hinausgeleitet wird. Da tippt die Kassiererin eine Textnachricht und Sekunden später laufen diese beiden jungen Männer und die junge Frau aus der Diskothek sehr eilig hinaus und folgen Jens. Die beiden jungen Männer, das sind höchstwahrscheinlich die beiden, die dann bei der Polizei, bei der Unfallaufnahme Jens in die Mitte nehmen und sagen, wir kümmern uns um den, wo er anschließend aus der Nase blutet. Mhm. Und es sind mit Sicherheit die beiden, die wenige Zeit später auf der Brücke stehen und nachweislich dabei waren, als Jens ins Wasser geriet. Und genau auf diese Brücke gehe ich jetzt zusammen mit Jens Blacks Vater. Herr Black, hier zu stehen, ist für Sie bestimmt sehr emotional und schwierig. Sie hatten aber zugestimmt, dass wir uns hier treffen, uns hier unterhalten. Das ist die Stelle, wo Ihr Sohn Jens in den Rhein
gestürzt ist bzw. gestürzt wurde. Woher wissen Sie das so genau? Genau, dass es diese Stelle ist, wissen wir daher, da ein Mantrailerhund eingesetzt wurde. Das heißt, wir, meine Frau und ich, haben darauf bestanden, dass von der Polizei ein Hund in der Nacht hier hergebracht wird. Wir haben diesen Hund dann tatsächlich begleitet und der Hund ist bis an diese Stelle herangetreten und hat sich hier an dieser Mauer dann aufgestellt. Und hat aufgezeigt, dass ja, Jens seinen Weg hier endete. Aber was glauben Sie, was ist auf der Brücke damals passiert? Jens wurde entweder gezwungen, hier von der Brücke hinunter gezwungen. Wir glauben aber eher nicht nur gezwungen, sondern von der Brücke herunter geworfen. Fest steht ja, dass die drei Personen, also die zwei Männer und die sogenannte Brückenzeugin, auf der Brücke waren. Das weiß man zum einen deshalb, weil die Brückenzeugin selber das später ausgesagt hat bei der Polizei, aber auch, weil die drei von der Polizei hier gesehen wurden. Aber zu dem Zeitpunkt ging noch niemand von einer Straftat aus. Was hat Ihnen denn die Polizei erzählt? Ja gut, zu uns ist die Polizei so nach 5 Uhr morgens, zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr morgens gekommen. Ein Polizist fragte, ob Jens da wäre und ging dann, als wir sagten nein, ging dann sofort über in dem, dass er sagte, dass Jens im Rhein ertrunken sei. Die Brückenzeugin hat ausgesagt, dass jemand in den Rhein gestürzt sei. Sie soll laut aufgeschrien haben, woraufhin die Polizei den kurzen Weg auf die Brücke gefahren ist. Die Beamten selbst konnten keine Person mehr im Wasser ausmachen. Meine Frau knickte dann sofort ein, brach ja fast zusammen. Und der Polizist sagte, man hätte die Geldbörse von Jens am Rhein gefunden. Was ja natürlich implizierte, so nach dem Motto, da ist jemand, der sich das Leben genommen hat. Und wir natürlich beide uns anguckten und wussten, nee, da stimmt irgendetwas nicht. Da will man uns jetzt irgendetwas suggerieren. Ja? Wenige Minuten später klingelt es wieder an der Haustür. Da kamen die Begleiter von Jens, die mit Jens hier in der Diskothek waren, die in der Zwischenzeit hier, als die Suche war, natürlich nach einem Menschen, der im Rhein gesichtet worden wäre, sich erkundigt haben und dann zu uns gekommen sind und auch mitbekommen haben, dass die Taxifahrer erzählten, dass der Polizist die Geldbörse von Jens sich in die Uniformtasche gesteckt hätte. Und in dem Moment, als sie also zu uns nach Hause kamen und dann mitbekamen, dass dieser Polizist, der uns kurz vorher gesagt hat, man hat die Geldbörse am Rheinufer gefunden, haben die sofort vehement gesagt, das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch gehört, dass der Polizist sie eingesteckt hat. Und das ist erst der Anfang von vielen Widersprüchen, die sich im Laufe der Ermittlungen zum Tod von Jens Black zeigen. Seine Leiche wird zwei Wochen nach seinem Verschwinden im Norden von Köln am Rheinufer geborgen. Danach passiert lange nichts. Die Staatsanwaltschaften von Köln und Bonn sind mit dem Fall befasst. An dem Fall um Jens Black haben zwei Staatsanwaltschaften gearbeitet. Warum? Gearbeitet ist meines Erachtens das falsche Wort. Es war so, dass die Leiche von Jens Black zwei Wochen später im Rhein bei Köln gefunden wurde. Und wenn eine unbekannte Leiche gefunden wird, ist automatisch die dortige Staatsanwaltschaft zuständig, in dem Fall Köln. Dann fand man aber sehr schnell den Personalausweis von Jens Black in einer Tasche. Kurze Zwischenfrage, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Jens Black seine Geldbörse und damit ja auch seinen Ausweis der Polizei eigentlich aushändigte, aber jetzt fand man seinen Ausweis an seinem Körper. Wie passt das zusammen? Das ist richtig. Ich habe keine Erklärung dafür. Er hat die Geldbörse ausgehändigt. Dort steckte kein Personalausweis mehr drin, wie die Eltern selbst am nächsten Tag nachprüfen konnten. Und wie ging es dann weiter? Als dann klar war, dass der Tote kein unbekannter Toter ist, sondern Jens Hendrik Black, der in Bad Honnef ins Wasser geraten war,
ging die Ermittlungsakte von der Kölner Staatsanwaltschaft an die Bonner Staatsanwaltschaft. Mhm. Die schickte aber aus unerfindlichen Gründen das ganze Paket wieder zurück nach Köln. Und so ging das eine ganze Weile her, über Monate, wurde sich über Zuständigkeit gestritten. Dabei ist es eigentlich klar, es gilt nie der Fundort, sondern der Tatort. Mhm. Ich meine, es war im April 2014, also einige Monate nach der Tat, dass die Kölner Staatsanwaltschaft wieder alles zurückschickte nach Bonn, mhm. aber diesmal mit einem Begleitschreiben, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, man erwarte jetzt von den Bonner Kollegen, dass sie endlich mal loslegen und auch im Hinblick auf ein mögliches Tötungsdelikt ermitteln. Die anfängliche Suizidtheorie nimmt die Polizei zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte, zumal die Geldbörse nicht am Rhein abgelegt wurde, sondern bei der Polizei war. Auch ein Unfall stand im Raum. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass Jens Bleck 2 Promille im Blut hatte. Bedeutet das, dass er stark betrunken war? Wir haben bei einem Gerichtsmediziner nachgefragt. Bei einer möglichen Liegezeit von 14 Tagen im Wasser kommen 2 Faktoren zum Tragen. Zum einen wird beschrieben, dass sich der Wassergehalt des Blutes bei Wasserleichen ändern kann, was wiederum Auswirkungen auf die Alkoholkonzentration im Blut haben würde, da das Blut zusammen mit dem Alkohol dann entweder verdünnt oder konzentriert wird. Die Fäulnis ist ein 2. Faktor. Auch hierbei kann es mitunter erhebliche Änderungen des Blutalkohol geben, wobei man nicht sicher sagen kann, in welche Richtung sich der Wert ändert. Bei Fäulnisleichen kann man davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert bei plus minus 0,5 neben dem gemessenen Wert liegen kann. Dadurch ist klar, Jens Bleck muss nicht betrunken gewesen sein, was auch ZeugInnen bestätigten. Er soll komplett klar gewirkt haben. Die Polizei sieht sowohl von einem Suizid als auch von einem Unfall ab. Bis heute gehen die ErmittlerInnen von einer Straftat aus. Die Eltern hatten das Gefühl, da tut sich nichts und es wird nicht ausreichend ermittelt. Deswegen wenden sie sich dann an Wolfgang Kees. Herr Kees, Sie haben dann weiter recherchiert und über Ihre Recherchen auch mehrere Artikel für den Bonner Generalanzeiger geschrieben. Was kam dabei raus? Ich habe ganz viele Fragen aufgeworfen in meinen Berichten. Und Ungereimtheiten und Rätsel. Das führte dann dazu, dass offenbar noch mal richtig ermittelt wurde. Mhm. Und bei diesen Ermittlungen fand man plötzlich 2 Tatverdächtige. Die sind bis heute als Tatverdächtige geführt, nämlich die beiden jungen Männer, die mit der Brückenzeugin Jens Bleck gefolgt sind aus der Diskothek und später auch auf der Brücke waren. Es haben sich sehr viele Menschen gemeldet, die das gelesen hatten und schilderten mir ihre Erfahrungen mit dieser Diskothek. Ich bekam Hinweise aus dem Bad Honnefer Krankenhaus, dass es dort an jedem Wochenende Menschen mit schweren Verletzungen eingeliefert worden waren. Es gab auch immer wieder Hinweise auf K.O.-Tropfen in dem Laden, Drogenmissbrauch, Verabreichungen von Dingen. Das heißt, wir haben 2 Tatverdächtige. Das sind die beiden jungen Männer von der Brücke und eine Zeugin. Dabei handelt es sich um die 17-Jährige, die auch mit auf der Brücke war. Trotzdem werden die Ermittlungen eingestellt und bleiben es bis heute. Wir wollten mit der Staatsanwaltschaft Bonn über den Fall und die Einstellung des Verfahrens sprechen. Vor der Kamera wollte sich aber niemand äußern. Schriftlich hat die Staatsanwaltschaft uns folgendes kurzes Statement mitgeteilt. Das hier anhängige Ermittlungsverfahren ist im Mai 2019 gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden, da letztlich kein Erkenntnisgewinn zu der Frage in Erfahrung gebracht werden konnte, unter welchen Umständen Herr Bleck in den Rhein gelangt ist und ob bzw. wer hierfür in strafrechtlich relevanter Weise zur Verantwortung zu ziehen wäre. Es haben sich auch nach der Verfahrenseinstellung keine Ermittlungsansätze ergeben, die die Wiederaufnahme der Ermittlungen rechtfertigen würden. Was in der Diskothek genau passiert ist, kann man nicht mehr klar nachvollziehen. 8 von 12 Kameraaufnahmen aus der Rheinsubstanz wurden gelöscht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich nochmal Zeugen melden. Die Eltern hoffen da besonders auf 4 Personen. Was sind das für Zeugen, die jetzt noch gesucht werden? Im Grunde genommen allgemein jeder, der etwas weiß, aber explizit
zwei junge Männer, die wir immer schon groß und klein benannt haben, und zwar aufgrund ihrer Statur. Ja. Diejenigen sind um ca. 1.45 Uhr sind in die Diskothek gekommen und sind direkt vom Eingang aus gleich in den Toilettenbereich durchgegangen, um sich mit den späteren Tatverdächtigen dort zu treffen und hielten sich auch nur kurze Zeit, 15 Minuten in der Diskothek auf, sind dann direkt vom Innenbereich der Diskothek in den Kassenbereich gegangen und wollten eigentlich die Diskothek wieder verlassen. Mhm. Und in dem Moment ist ihnen Jens aufgefallen, der sich gerade beschwerte. Mhm. Und in dem Moment kann man sehen, dass einer der Personen, der Kleinere, den Größeren antickt an die Seite, um die Aufmerksamkeit auf Jens zu richten. Und diese beiden bleiben mehrere Minuten stehen und beobachten Jens, während er sich beschwert. Und in dem Moment, gleichzeitig, als die beiden Jens beobachten, stehen zwei junge Frauen hinter Jens, die an der Kasse stehen, um ihren Obolus bezahlen zu wollen. Ja. Und eine der beiden jungen Frauen steht, während Jens sich beschwert, direkt hinter ihm. Und man kann anhand des Videomaterials erkennen, dass sie sich sogar direkt vorneigt, um besser zuzuhören, aha, um das Gespräch mitzubekommen. Also sie muss irgendwas gehört haben, was sie auflauschen ließ. Genau. Die beiden jungen Männer, von Herrn Black groß und klein genannt, hatten an dem Abend beide weiße T-Shirts und Jeans an. Besonders auffällig ist der Größenunterschied. Der kleinere trug eine Uhr am linken Handgelenk. Die eine junge Frau, die vielleicht noch wichtige Informationen hat, trug einen weißen Schal und eine große Tasche. Die andere hatte dunkle Kleidung an und eine kleinere, helle Tasche bei sich. Auch die Cold Case Einheit des LKA Köln, die ungeklärte Kriminalfälle nochmal aufrollt, glaubt, dass der Fall Jens Black wohl noch aufgeklärt werden könnte. Deshalb hat sie Handlungsempfehlungen an die Bonner Staatsanwaltschaft gegeben. Sie haben diese Handlungsempfehlungen gelesen. Ja. Was steht da drin? Die Handlungsempfehlungen empfehlen den Ermittlungsbehörden das, was wir gerade jetzt hier machen. Und zwar über die Medien an die Öffentlichkeit heranzutreten und Zeugen zu suchen. Die Handlungsempfehlungen sind bei der Staatsanwaltschaft Bonn eingegangen. Auf Anfrage teilt man uns dort mit, dass man darin keine neuen Ermittlungsansätze sehe, die die Wiederaufnahme des Verfahrens rechtfertigen würden. Wie das Wort aber schon sagt, handelt es sich hier nur um eine Empfehlung des LKA an die Staatsanwaltschaft. Das heißt, sie muss sich nicht daran halten. Die Ermittlungen bleiben vorerst eingestellt. Aber jeder Hinweis würde helfen. So können wir weiter recherchieren. Und auch wenn ihr euch schon mal bei der Polizei gemeldet habt, bitte nochmal uns schreiben. Sollen sich am besten einfach alle melden, die irgendwas mitbekommen haben könnten, oder? Ja, ja. Auch der kleinste Hinweis kann sehr bedeutend sein. Mhm. Wir haben in diesen 10 Jahren jetzt so viel gelernt, dass Kleinigkeiten, die wir auch vorher oder die wir im ersten Ansehen des Videomaterials nicht als relevant angesehen hatten oder die nur ein Zehntel Sekunde oder eine Sekunde waren. Alles ist wichtig. Jeder, der etwas weiß, auch nicht nur gesehen hat oder mhm, hier war, sondern etwas gehört hat. Es ist ganz wichtig, auch für die Sicherheit der Personen, die jetzt in dem Umfeld der Tatverdächtigen drumherum leben. Über 10 Jahre sind seit dem Tod von Jens Black inzwischen vergangen. Das heißt auch, viele Straftaten, bei denen man vielleicht selbst denkt, man hat sich strafbar gemacht, sind heute verjährt. Zum Beispiel Unterlassungen, wie wenn man etwas mitbekommen hat vielleicht, man aber nichts gesagt oder nicht geholfen hat. Also, meldet euch bitte bei uns, wenn ihr auch nur den kleinsten Hinweis habt zu dem Fall oder eine Vermutung, wer die Zeugen gewesen sein könnten. Das ist wirklich wichtig, denn in ihrem Statement schreibt die Staatsanwaltschaft auch: Sollten sich zukünftig neue, erfolgsversprechende Ermittlungsansätze ergeben, wird eine Wiederaufnahme der Ermittlungen geprüft und das gegebenenfalls Erforderliche veranlasst werden. Heißt also, wenn ihr uns neue Hinweise liefert,
könntet ihr dazu beitragen, dass der Fall vielleicht doch noch aufgeklärt wird. Schreibt uns also bitte, und zwar an folgende E-Mail-Adresse: lokalzeithinweise.mordorte@wdr.de. Selbstverständlich könnt ihr euch auch anonym bei uns melden und wir werden jeden Hinweis vertraulich behandeln.